Willkommen miteinander zu der 11. Ausgabe von «Einmal im Monat», der monatlichen Show von Lady Planet, wo wir eine Reise durchs Leben miteinander machen. Jetzt haben wir gerade eine kleine technische Panne gehabt, weil ich habe in 4K gefilmt und dann hat meine Kamera überhitzt. Ja, heute geht es um das Thema Familiensystem, weil wenn man ja auf einmal nicht nur das Zweite ist als Pärli, sondern ein Kind, vor allem das erste Kind dazukommt, dann verändert sich so einiges im Leben und eben auch im energetischen Familiensystem, wo vielen amigs gar nicht so bewusst ist. Und weil ich ja selber, wie ihr wisst, kinderfrei unterwegs bin in diesem Leben, habe ich auch da mir wieder Unterstützung geholt, und zwar von einer von meinen Mentorinnen in meinem Leben, Heidi Steiner. Sie ist wirklich für mich die Fachfrau für systemische Arbeit. Ich konnte durch sie und dank ihr auch können wirklich den Suizid von meinem Papi wirklich verstehen und können ihm vergeben durch systemisches Familienstellen. Das war das Effektivste, was ich machen konnte in dieser ganzen Verarbeitung. Und in dieser Show jetzt eben heute geht es darum, was sich eben verändert. Und wir möchten euch eben ganz viele wertvolle Infos mitgeben, weil viele Menschen, wir sind ja sehr verkopft heutzutage. Ja. Wir meinen, das hier da sei das Einzige. Vielleicht noch so ein bisschen die Erde, was es auch immer ist, gell? Oder Materie. Sehr viele Menschen sind völlig im Intellekt und im Kopf gefangen. Aber wir kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. Ja. Und das Nichts, das Nichts, das ist alles Energie. Mhm. Und alles, wo wir irgendwie in Berührung kommen, wir haben ja, jede Zelle ist ja ein kleines Kraftwerk. Jede genau. Zelle ist Energie. Und wir bestehen aus 100 Billionen Zellen, glaube ich. Mhm. Und jeder von uns, und von uns hat das Energiefeld, und das ist Frequenz und Schwingung. Genau. Und wenn wir miteinander interagieren, auch dann mit eigenen Kindern, kommt ein neues Energiebündel in das Feld. Also muss es sich wieder neu einschwingen. Mhm. Und um genau. das geht es eigentlich. Wir möchten euch einladen, darum macht euch sozusagen eure Scheuklappen auf, weil da gibt es noch viel mehr, weder dass wir denken, weder nur unser Körper und nur die Materie und nur unser Intellekt. Da gibt es etwas Unsichtbares, das macht, dass wir überhaupt sein können. Und das ist extrem kraftvoll, machtvoll. Aber manchmal ist es schwierig, gewisse Sachen dann zu verstehen, mit dem Verstand. Genau. Genau. Liebe Heidi, also eben, heidisteiner.ch, gell? Ich bin da immer genau. noch ein bisschen am Üben mit diesen Sachen da. Mehr über die Heidi-Sender unter heidisteiner.ch. Mhm. Was passiert, wenn so ein kleines Wesen in unser Feld kommt? Also zuerst einmal danke vielmals, liebe Bea, gell, dass du mich eingeladen hast und ja, dass wir über das Thema reden dürfen, weil das ist ganz ein extrem wichtiges Thema, weil im Prinzip ist jedes Kind kommt auf die Erde runter und wird in ein Familiensystem geboren. Und in diesem System, das ist ein unsichtbares energetisches System, und das hat eine ganz grosse Wirkung, und das sind wir uns leider Gottes viel zu wenig bewusst, bis gar nicht, weil wir lernen das ja nicht in der Schule. Wäre für mich aber allerdings eine Basis für also einen Schulstoff. Und darum finde ich, ist es schön, dass wir zwei überhaupt heute Abend mal dürfen, öffentlich auch darüber reden. Und dass sich der eine oder der andere mal Gedanken darüber machen kann, in was für ein System ist er geboren worden. Und mir ist es ganz extrem wichtig, dass ich den Leuten immer sage, wenn wir Familiensysteme anschauen, also wenn zum Beispiel die Leute zu mir in die Praxis kommen mit irgendeinem Problem, ist egal was für ein Problem, dann ist mir es eigentlich eher wichtig, dass wir als im ersten Schritt einmal in die Herkunftsfamilien hineingehen und dort mal schauen, was hat das Kind überhaupt für ein Umfeld angetroffen, das auf die Erde, also auf die Erde gekommen ist. Und da haben die Leute manchmal dann das Gefühl, ja, aber ich komme ja irgendwie wegen einem ganz anderen Problem zu dir. Aber dabei ist es so, dass eigentlich das ganze Leben nachher auf diesen Themen, die wir in diesem Familiensystem angetroffen haben, nachher wieder begegnet im Leben. Und darum ist das die effektivste, also Arbeit in einer Therapie, muss ich sagen, wenn wir zuerst einmal Analyse machen über die Herkunftsfamilie. Und da ist mir extrem wichtig, mir geht es überhaupt nicht darum, einen Schuldigen zu finden in diesem Familiensystem, sondern ich will einfach nur ein System verstehen und ich will schauen, was hat das
kleine Menschen angetroffen, die auf die Erde gekommen ist und in diese Familie geboren worden ist. Und an diesem Thema arbeiten wir nachher genauso, wie wir das mit dir auch gemacht haben, gell, Bea? Mhm. Und du hast auf deiner Website so schön Knopf im Leben. Mhm. Das war ja das, was ich letzte Woche euch noch gepostet habe. Habe ich auch geschrieben, eben, eine Familie kann einem sehr viel Liebe, Geborgenheit und Halt und viel Freude geben. Jawohl. Es kann aber auch eben verhärtete. Oder oft kommen ja die Leute zu dir, oder zum Beispiel, ich schicke ja alle Leute zu Heidi, wo irgendwelche Knörz haben oder eben irgendwelche Knöpfe im Leben. Und ich sage euch, oft ist es dann eben so, dass jemand will anfangen, den Dominostein von der Transformation anstoßen, will etwas machen und eben eine Person nicht. Zum Beispiel meine Mami ist meine grösste Herausforderung im Leben, sie so zu lieben und zu akzeptieren, wie sie ist. Und das habe ich dann irgendwann auch gecheckt. Weil als Kind war ich mega traurig, habe ich mir immer eine andere Mami gewünscht. Da könnten wir eine ganz andere Sendung darüber machen, gell? Genau. Aber, als ich geschnallt habe, ich kann sein, es steht mir auch nicht zu. Mhm. Das ist echt mega arrogant. Nein, nur ich kann mich verändern und meine Perspektive anschauen. Warum triggert sie mich so fest? Und. Mhm. Und darum hat mich dann eben auch der Suizid von meinem Papi und. Ich habe das ja nicht verstanden mit 23. Und was ich dort durfte fühlen und spüren, das war einfach grossartig. Und nachher hat sich auch die Beziehung zu meiner Mami verändert. Genau. Und das ist ja das Geniale. Mhm. Auch ihr jetzt zum Beispiel die Heime, die jetzt eine verhärtete Geschichte haben und ihr meint, ihr müsst die anderen verändern. Mhm. Nein, ihr könnt das selber auch machen. Das ist ganz wichtig, was du sagst. Ich kann nur mich verändern, ich kann nicht die anderen verändern. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt im Leben, dass ich erkenne, dass ich nicht den anderen muss ändern, weil viele zum Beispiel auch Pärchen, die nachher zu mir kommen, wie sie sich wieder trennen oder scheiden, dann hat immer der eine, oder häufig, sage ich mal, hat der eine das Gefühl, der andere müsse sich so und so verhalten. Und da muss ich einfach sagen, dass da sind wir völlig auf dem Holzweg, weil das funktioniert so nicht, weil ich kann nur mich verändern. Und da ist schon der erste Schritt, dass wir aussteigen aus dem Opfer da sind und immer die Schuld im Aussen suchen. Und wenn dem anderen die Schuld geben, warum es mir schlecht geht. Weil ich bin für mein eigenes Glück selber verantwortlich. Und das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Lektion. Und wenn ihr die mal verstanden habt, dass ihr wirklich bei euch selber anfangt, dann habt ihr schon einen ganz, ganz wichtigen Dominostein angetriggert, also angekippt. Jawohl. Genau. Hingegen, wenn man dann wie merkt, okay, von der Frequenz her, es geht nicht mehr, wenn die eine Person sich so und so transformiert und die andere gar nicht, das wäre dann wie eine andere Geschichte. Oder? Das ist eine andere Geschichte, ja. Aber jetzt genau, ich schweife ab, sorry. Wenn jetzt eben so, meistens geht es, du hast vorher etwas ganz Spannendes aus deiner eigenen Geschichte, was ich wertvoll fände, wenn du das mit den Leuten könntest teilen. Das erstgeborene Kind löst eigentlich fast am meisten aus oder sehr viel aus. Kannst du da mal erläutern, was passiert, wenn jetzt eben ein Kind in das System hineinkommt? Also, ich möchte mal sagen, das ganze Familiensystem ist im Grunde genommen, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Energiesystem. Und das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn jedes Mitglied ist zum Beispiel ein Tennisball und ist mit einem unsichtbaren Silchfaden miteinander verbunden. Also wenn eins, wenn ihr euch das rein mal bildlich vorstellt, also wenn eine Kugel sich nach rechts drüllt, dann zieht sie das ganze Familiensystem auch nach rechts. Und wenn eine Kugel sich nach links drüllt, dann zieht sie das ganze Familiensystem auch nach links. Und so sieht man eigentlich, dass ich nicht das Opfer sein muss von einer Situation in einer Familie, sondern dass ich im Prinzip das beeinflussen kann, indem ich mich dann einmal entscheide, ich will etwas verändern. Also das ist der erste Schritt. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir in dieser Familienhierarchie, also eine Familie ist dann eben auch eine Hierarchie, dass wir verstehen, dass es dort sagen wir mal, drei hauptsächliche Gesetzesmäßigkeiten gibt, wo wir müssen verstehen können, wie sind die aufgebaut. Und das erste ist von diesem Gesetz, das ist die Zeitfolge. Und die Zeitfolge heisst eigentlich das,
was zuerst da ist, das ist im Prinzip vom Platz her, also nicht von der, vom Menschsein her. Menschen sind alle wertvoll und alle sind gleich wichtig und wertvoll, sage ich mal so. Aber der Platz hat eine andere Bedeutung. Also, das heisst, in der Natur aussen ist alles, was zuerst da war, ist von der Bedeutung, von der Gewichtung her, die Gewichtung, eigentlich bedeutvoller, hat mehr Gewichtung als die, die nachher kommen. Oder? Okay. Mhm. Also, es hat auch in der Natur aussen eine Art eine Hierarchie. Ja, genau. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Die Hierarchie, das ist nicht etwas, das von Menschen gemacht ist, sondern das ist das Naturgesetz. Okay. Oder? Und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wir haben zum Beispiel als Erstes, wenn wir die verschiedenen Ebenen anschauen innerhalb von einer Familie, ist es so, dass wir zuerst einmal eine Paarebene haben. Und weil die Paarebene überhaupt, wie es die gibt, haben wir nachher, also die, das Paar, also der Mann und die Frau, haben sich verbunden und dann ist ein Kind entstanden. Also da sieht man, an diesem Beispiel sieht man typisch, wenn das Paar nicht gewesen wäre, dann wäre auch das Kind nicht gekommen auf die Erde. Und das ist, bedeutet genau die Zeitfolge. Also es tut eigentlich, wie jeder von uns hat eine Mutter und einen Vater, also ein Samenspender. Also und ein, unabhängig, ob man es kennt oder nicht. Und heutzutage ist ja das eine Sache. Man kann ja heutzutage Regenbogenfamilien ganz auf kreative Art Menschen empfangen. Also da werden wir jetzt nicht aufs Thema eingehen. Und wir werden heute sehr oft auch ganz bewusst Mutter und Vater sagen. Ja. Also es geht uns darum, vor allem, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, wenn man die biologischen Eltern nicht kennt, dann müssen wir vielleicht eine zweite Sendung darüber machen, weil das System ist also nicht zu unterschätzen. Genau. Wir gehen jetzt einmal davon aus und wir sind uns bewusst, dass auch bei heteronormativen Pärchen auch ein Kuckuckskind herum sein kann. Mhm. Aber jetzt rein, so wie es bis jetzt auf Erde war, hat eine Frau einen Samen empfangen und in ihr innen ist Baby gewachsen und sie hat es dann geboren. Also wir gehen jetzt heute von dem aus, wir wollen niemanden diskriminieren. Das andere ist ein grosses Thema, wo wir definitiv eine zweite Sendung darüber machen müssen. Genau. Wir reden jetzt heute ungeniert von Mann und Frau und von dem System, wenn beide Eltern auch die biologischen Eltern sind, tun wir jetzt heute mal. Genau, das ist noch gut, wenn wir das anbieten. Genau. Ja. Genau. Auch wenn es kein Kuckuckskind ist. Ja, also genau. Wirklich die Eizellen von dieser Frau und Sperma von dem Mann, der mit diesem Kind aufwachsen, wie auch immer. Oder einfach mal bei der Geburt. Ja. Wenn es das Familiensystem noch so intakt ist, sagen wir es so. Ja. Genau. Ich denke, das Familiensystem bringt dir ja nachher auch eine gewisse Erkenntnis. Also weißt, ich denke auch, wenn ich jetzt meine lieblichen Eltern nicht kenne und bei Pflegeeltern aufgewachsen bin, dann gilt ja auch wieder die Zeitfolge. Genau, oder also, eben zum Beispiel Samenspende oder die Eizellenspende. Das müssen wir dann ein anderes Mal behandeln. Das hat eben schon auch noch einen Einfluss. Genau. Das hat einen rechten Einfluss. Ich denke, all diese Themen bringen natürlich auch sehr viel Unruhe in so ein Familiensystem. Und darum würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wie du sagst, dass wir heute mal von Grund auf einfach anfangen und so aufbauen. Also Zeitfolge, genau. Genau, die Zeitfolge bedeutet eigentlich, dass die Paarebene, das ist die wichtige Ebene, damit überhaupt das Kind geboren werden kann. Ja. Weil wenn die Paarebene nicht da ist, gibt es nachher auch das Kind nicht. Genau. Genau. Und das ist wichtig. Und was bedeutet das nachher im Alltag aussen? Im Alltag aussen bedeutet das eigentlich das, dass, das ist auch etwas, wo ich heute manchmal sehr viel höre, dass zum Beispiel Kinder sagen, nein, komm, also, nein, wie soll ich sagen, eigentlich muss ich als Kind dankbar sein, und da fängt ja schon das erste Thema an, die Dankbarkeit und die Achtung den Eltern gegenüber, dass sie mir einen Körper geschenkt haben, wo meine Seele in diesem Körper wohnen darf. Vor allem in der Teenagerzeit ist so eine Sache, gell? Kennen wir alle. Du bist sicher nicht meine Mami, das kann gar nicht sein, du bist sicher nicht mein Papi. Ja, genau. Also, genau. Aber eigentlich, nein, nicht nur eigentlich, Dankbarkeit für den Körper, das Wunder, wo wir alle sind, je nach Lebensphase, ist es so eine Sache. Genau. Und ich denke, da, das stelle ich auch immer wieder fest, dass eigentlich die südländischen Kulturen,
die haben das noch, die leben das noch viel mehr. Also die achten ihre Eltern extrem, wo heute das ein bisschen verloren geht. Also nicht bei allen, also ich will da nicht verallgemeinern, aber man sieht häufig, dass wenn die Wertschätzung und das Danken oder die Dankbarkeit nicht vorhanden ist, das tut später im Leben gewisse Thematiken immer wieder aufrufen und man begegnet immer wieder ähnlichen Themen. Und das ist eben total spannend, dass ein Kind im Prinzip in eine Familie geboren wird und dort dann diese Themen in den Rucksack mitnimmt und so durchs Leben durchläuft. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich im Prinzip dann das, wo wir uns weiterentwickeln dürfen, in dem Sinn, dass wir immer ständig wieder an die gewissen gleichen Themen anlaufen, weil ihr habt das vielleicht auch schon erlebt, dass sich gewisse Situationen wie ein roter Faden durchs ganze Leben durchläuft, oder? Und das hängt immer mit der mit der Herkunftsfamilie zusammen, dass dort irgendetwas rum ist, wo euch das Thema mitgegeben hat in den Rucksack hinein. Um auf Erde zu transformieren, ja, oder genau, anzuschauen. Genau, mhm. Genau. Mhm. Also das ist die zweite Ebene, Geben und Nehmen. Nein, das ist immer noch die erste. Ah, das ist immer noch die, ja. Zeitfolge. Die geht eben noch ein bisschen, die geht noch ein bisschen weiter in dem Sinn, weil die Zeitfolge tut sich manifestieren. Also ich will noch mal schnell zurückkommen auf das Paarebene und Kinderebene. Mhm. Das bedeutet eben im Alltag aussen auch, dass wir eigentlich als Paar uns das sehr bewusst sein müssen, dass diese Zeitfolge existiert und dass wir als Paar uns nicht vernachlässigen. Und da glaubt mir, da könnt ihr ganz, ganz viel Gutes dazu tun, wenn ihr von Anfang an wisst, wir sind ein Paar und wir sind wichtig. Also wir sind wichtig, weil die Kinder sind auch wichtig, aber die Kinder kommen erst an zweiter Stelle. Auch wenn viele Leute das vielleicht nicht so gerne hören, weil ich höre manchmal viel, dass die Leute sagen, nein, weißt du, wir geben die Kinder auch so viel. Das ist schön, die Kinder geben dem auch viel. Aber ich finde, einfach von der Hierarchie her ist es so, dass mein Partner an meiner Seite ist. Und das ist etwas, was ein Kind von Anfang an lernen muss. Mhm. Und ihr seht ja vielleicht manchmal auch, dass Kinder, sobald Papi und Mami anfangen zu schmäuseln oder ein bisschen zusammensitzen, dann kommen die Kinder und hocken sich einfach mitten rein. Und das ist dann eben genau die Situation, wo wir dem Kind sagen dürfen, los, der Papi und die Mami tun jetzt schmäuseln, nachher spielen wir mit dir. Mhm. Und das, ganz eine klare Haltung. Eine klare Haltung und klar abgrenzen. Mhm. Und je mehr... dass man das von Anfang an konsequent machen könnte. Konsequenz ist immer so ein Wort, gell? Schwierig. Du hast ja zwei Kinder, gell? Ich habe zwei Kinder und fünf Enkelkinder. Und ein Ex-Mann, oder? Genau. Also ich kann auch aus dem Vollen schöpfen. Genau. Also das heißt, redet nicht nur aus Theorie, sie redet sehr viel aus Erfahrung. Genau. Okay, genau. Ah, das ist noch wichtig, genau. Ja. Ja. Und darum ist es wichtig, dass man von Anfang an, und darum ist es auch zum Beispiel wichtig, dass man sich im eigenen Zeitplan, den man hat, oder in der Agenda, dass man sich auch ganz gezielt bewusst vielleicht im Monat gewisse Paarzeiten einträgt. Dass man sich ganz bewusst mit dem Partner dann die Zeit verbringt ohne Kind. Mhm. Und nicht mit der Erwartung, dass es dann einfach Sex gibt zum Beispiel, genau. Sondern einfach Zeit. Ihr als Paar. Genau. Das ohne Erwartung. Einfach eure Zeit. Auch wenn es nur zwei Stunden laufen oder ins Restaurant sein. Es muss nicht, ich weiß nicht, was für ein Ausflug sein, auch nicht mit Übernachten von Anfang an, wenn ihr Stillpause habt, können einfach mal das nicht vernachlässigen. Ja. Genau, dass man einfach gezielt, einfach ohne Kind miteinander Zeit verbringt und vor allem eben auch gewisse Sachen miteinander besprechen kann. Also ich habe das schon gesehen, auch bei Pärchen, die frisch geheiratet haben, dass sie sich gesagt haben, wir gehen einmal im Monat gehen wir zu einem Mediator und tun von Anfang an, nach dem Heiraten, von Anfang an unsere Themen besprechen. Ja, genau. Und darum, ja, das ist wirklich ein Vorzeigebeispiel, muss ich sagen. Aber man kann sich so ganz, ganz viel Ärger und traurige Zeiten eigentlich ersparen. Enttäuschungen. Ja, genau. Erwartungen, die man hat, nach dem, genau.
Genau. Wenn man nichts sagt und hofft, der andere schnallt, oder? Ja, genau. Ja, das... Okay, gut, jetzt haben wir den Fokus, das Baby ist da, genau. Sich bewusst werden, eben, wir sind ein Paar. Wo sind wir jetzt, in der ersten? Wir sind immer noch in der Zeitfolge. Ja, easy, kein Problem. Wir machen dann mehrere Sendungen. Ja, genau. Und die Zeitfolge, die tut sich nachher weiter zeigen. Also wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt auch noch 3 Kinder, oder? Dann hast du ein Erstgeborenes. Und das Erstgeborenes, das ist zum Beispiel, wenn das ein Bub ist, ist das meistens der Krösus oder der König auf dem Mankenhäfeli, sage ich einmal. Oder wenn es ein Mädchen ist, ist es eine Prinzessin oder eine Königin. Weil alles dreht sich am Anfang um die Erstgeborenen. Weil ihr mögt euch vielleicht auch noch erinnern, man schaut dann, ja, es ist doch so schön, und wir tun schön ein schönes Zimmer auswählen, ein schönes Wägeli kaufen, schöne Kleidchen kaufen und so weiter. Und das ist ganz extrem wichtig, dass man eigentlich weiss, dass das Kind so der Mittelpunkt ist vom, ja, vom Leben von dieser Familie. Und das ist nachher gut und recht, wenn dann die Frau wieder schwanger wird, dann kommt das nächste Thema. Dann haben wir nämlich noch ein Zweigeborenes, das auf die Welt kommt. Und das ist tiefgreifender für den Erstgeborenen, als wie man sich meistens zugesteht. Und durch das passiert dann das, wenn der Zweigeborene, das zweigeborene Baby auf die Welt kommt, dass das dann das Erstgeborene entthront. Okay. Und bei dem Entthronen passieren noch eine ganz lustige Sache manchmal, dass ein Erstgeborenes zum Beispiel wieder Windeln anlegt oder wieder umeinandertreit werden, gestillt werden oder aufhört laufen, weil es anfängt zu kriechen und so weiter, eigentlich wieder sich wieder zurückentwickelt als Baby, oder? Und dann verschrecken die Eltern und sagen zum Beispiel, ja, du, das ist, mein Kind entwickelt sich nicht und das fängt ja wieder an, irgendwie sich zurückentwickeln und so weiter. Und das sind einfach die Entthronungseffekte. Und die Entthronungseffekte, wenn die nie irgendwie angeschaut worden sind von den Leuten, das kann wirklich gravierende Themen werden. Also, wenn sie älter werden, das kann zum Beispiel einen Schulstress darstellen nachher in der Schule. Oder das kann sogar bis irgendwie, also ich hatte schon Situationen gehabt, wo Jugendliche angefangen haben, kriminell zu werden. Also sind auf eine schiefe Bahn gekommen. Einfach je weniger, dass es, wenn sie Sachen gemacht haben, die Erstgeborenen, und niemand hat reagiert auf das, sondern man hat sie nachher bestraft und zusammengeschissen, dann sind sie immer extremer geworden. Ah, ja. Und das ist häufig mit Spannend. Dem verbunden. Also, dass man sehr viel kann da entgegenwirken kann. Dass man zum Beispiel bei einem Erstgeborenen, wenn das Zweigeborene auf die Welt kommt, dass das Erstgeborene einfach ja nicht vergessen geht. Dass man irgendwie immer wieder sagt, okay, du bist sehr stark gewesen. Und einfach, dass ein Elternteil vielleicht, wo vielleicht dann sich nur ums Erstgeborene kümmert und der andere Elternteil dann vielleicht ums Zweigeborene und so weiter. Also da kann man ganz, ganz viele Thematiken kann man da anschauen. Wenn jemand zum Beispiel irgendwie das Gefühl hat, ich kann das nicht einordnen. Oder auffällig wird ja, dann. Genau, die Auffälligkeiten, die sind häufig von diesen Entthronungsgeschichten. Spannend. Ja. Mega spannend. Es hat ja massenhaft auffällige Kinder. Gut, das ist sehr, sehr ein grosses Thema. Ja, aber genau. Vielleicht sogar, wenn man das ja nicht, einem nicht bewusst ist, genau. Dann meint man, weiß nicht was, dabei müsste man das einfach mal systemisch anschauen. Genau. Und das kann man auch. Das kann man auch, ohne dass dein Kind dabei ist übrigens. Also eben, wie ich im Intro gesagt habe, ich bin selber das anschauen und stellen, weil das verändert, weil alles ja Energie ist und alles verbunden ist. Es tut immer im Energiefeld von dem Familiensystem wirken. Genau. Also ihr müsst jetzt nicht meinen, ihr müsst die ganze Familie in ein Coaching ziehen. Nein, es kann sogar wirklich eine Person das in Angriff nehmen. Und sind ihr dann nicht frustriert, wenn es ihr machen müsst? Weil meistens hat es ja pro Familiensystem ein bewusstes Schäfchen, das aufwacht und anfängt zu transformieren. Genau. Also müsst ihr nicht frustriert sein, weil ihr es jetzt machen müsst, sondern vielleicht könnt ihr stolz sein, dass ihr es machen dürft, dass genau. ihr die Aufgabe übernommen habt. Genau. Super spannend. Jetzt erzähl doch mal ganz noch kurz von dir, wie das zum Beispiel mit ein grosses Thema, was da wirkt, apropos Erstgeborenen,
Mensch, und ihr denkt jetzt, hey, sind die hinterwäldlerisch, wenn wir das jetzt erzählen. Aber ich sage, auch systemisch eben, ist es auch da in unserer Schweiz immer noch zum Teil unterbewusstes Thema. Heidi? Also es ist so, wir haben das Thema, wir wollen einen Bub auf die Welt bringen oder wir wollen ein Mädchen. Also früher war es ja meistens so, dass man dann zum Beispiel sagt, der Erstgeborene wäre eigentlich super, wenn es ein Bub wäre. Ja. Ist ein Thema, das im Moment in der heutigen Zeit fast unvorstellbar vielleicht wieder aufkommt. Ja, Mama. Es ja, ist wieder genau. Massiv da, oder? Genau. Ein grosses Thema, je nach Kultur. Und wir meinen immer, bei uns ist es weg. So lange ist es noch nicht weg. Genau. Und darum ist es wichtig, dass man das eigentlich weiss, dass, wenn man der mit dem Erstgeborenen ein Sohn sein sollte, das sind ganz viele Schicksale, die daraus entstehen, dass man zum Beispiel dann auch also das Erstgeborene, also ich bin so eine Betroffene, ich bin ein erstgeborenes Mädchen. Und von dem her gesehen, ist das in meinem Leben hat sich das so gezeigt, dass ich eigentlich erst mit meiner Ausbildung, wo ich Familienstellen, also die Ausbildung als Familienaufstellerin gemacht habe, da muss ich sagen, ist mir das auch bewusst worden, dass ich viele Jahre, also ich habe fast 40 Jahre, habe ich nicht meine eigene Identität gelebt. Sondern ich bin meinem Vater zulieb. Ich wusste, er hätte so gerne einen Sohn gehabt. Und ich hatte ihn ja gerne als meinen Papi. Und durch das habe ich einfach die ersten 40 Jahre mehr oder weniger nur Sachen gemacht, die Männer machen. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, oder? Also ich habe zum Beispiel kurze Haare immer gehabt. Ich habe nie einen Rock angelegt. Das ist äußerlich, aber ich habe mich auch angefangen benehmen wie ein Mann. Ich habe mit 21 habe ich schon ein eigenes Geschäft gehabt, habe dort den Telebogen ausfahren lassen und habe quasi alle Männer über den Tisch hineingezogen. Quasi. Nein, aber das sind wahnsinnige Sachen. Also es klingt jetzt extrem natürlich stereotypisch, oder? Viele in der heutigen Welt schreien ja, nein, die Stereotypen gibt es nicht. Mhm. Ist das eine Sache? Systemisch sind die eben noch recht verankert in unserer Ahnenlinie. Und die machen genau. Eben, die funken immer noch rein. Natürlich sind auch wir für absolute Gleichberechtigung. Und das ist keine Frage. Es geht nicht um das. Es geht eben ums Systemische. Ja, genau. Und der Witz am Ganzen ist eben, wenn ich das einmal erkenne, dass ich eigentlich gar nicht mich oder meine eigene Identität lebe und woher das kommt, oder? Dann ist das vielleicht schon mal eine erste Erkenntnis, die ich dann haben darf. Und der Witz am Ganzen ist, also der Witz, in unserer Familie war es so, mein Vater hat das immer ausgesprochen und hat unbedingt einen Bub wollen. Und das müssen sich die Männer einfach wirklich auch bewusst sein. Mein Vater war sich dessen auch nicht bewusst gsi damals, dass der Mann der ist, der mit seinem Samen, also mit seinem Samen, das Geschlecht bestimmt vom Kind. Genau. Weil die Eizelle ist immer weiblich, ein X-Chromosom. Und die Information, ob es ein Mädchen gibt oder ein Bub, kommt immer via den Samen vom Mann. Kommt nochmal ein X, X und X gibt ein Mädchen, kommt ein Y, gibt es YX, gibt es Bübli. Ja, genau. Und bei uns war das so, dass wir sogar drei Mädchen geworden sind. Also wir sind drei Geschwister, also wir sind das Dritte. Und mein Vater zum Beispiel immer meine Mutter verantwortlich gemacht hat, dass sie keine Buben auf die Welt bringen kann. Echt jetzt? Ja. In der Schweiz? In der Schweiz. Und sie hat beim dritten Kind, wo es wieder ein Mädchen geworden ist, und damals war mein Vater nicht dabei gewesen, bei der Geburt, bei keiner, hat meine Mutter müssen meinem Vater anrufen und sagen, es ist halt schon wieder ein Mädchen. Wow. Also rein energetisch könnt ihr euch mal vorstellen, was es für das Mädchen nachher eigentlich unausgesprochen für eine Energie über ist. Und das hat sich nachher auch zum Teil manifestiert im ganzen Leben. Wo immer wieder gewisse Sachen vorgefallen sind, die eigentlich auf das zurückzuführen sind. Und es ist im Fall so spannend, was du jetzt sagst. Weil eben, ich weiss, Leute, da aussen, es ist heute fast ein Hype, dass wir alle gleich sind und so. Es ist einfach nicht so. In dem Kurs von Endometriose, das ist ja, sind ja ganz schmerzhafte Beschwerden bei der Blutung. Dort hat eine Frau aus Deutschland hat das ganz genau für ihr Buch recherchiert.
Und es war oft so, dass Frauen, die stark von Endometriose betroffen sind, dort hätten eben genau, die hätten sollen ein Bub werden. Das ist ihr aufgefallen, ihre Umfrage. Und das ist crazy. Die Ablehnung von der Weiblichkeit. Und dann kann sich das unter anderem manifestieren durch so etwas wirklich sehr, sehr Schmerzhaftes wie Endometriose. Also es ist ganz, ganz spannend. Mir sind gerade wirklich alle Hörli sind aufgestanden in diesem Kurs. Das ist crazy. Genau. Also eben, man meint, es sei so weit weg. Nein, ist es nicht. Heutzutage kann man sagen, es weicht sich zum Glück langsam auf. Genau. Auch die Aufklärung durch eben uns. Oder auch ich als Sexualpädagogin, ich erkläre das in jeder Schule, wie wichtig dass das ist, dass keine einzige Frau auf Erde schuld ist. Auch der Mann ist nicht schuld. Schaut, genau. Das ist einfach Biologie. Es ist Biologie und sie verbindet uns durch Religion, durch Kultur, über die ganze Erde. Also ehren wir beides. Oder? Aber wenn man das versteht, ist nicht mehr der Kampf oder auch die Enttäuschung. Also das heisst eigentlich, dein Vater hat deine Mami verantwortlich gemacht, dass es schon wieder ein Mädchen gegeben hat. Und eben, vergessen das nie. Es ist alles energetisch, es ist alles unsichtbar. Das schwingt mit. Genau, und wenn man das einmal so begreift, dann verstehst du vielleicht auch gewisse Sachen, weißt du, die nachher passieren. Also mit dem, also ich zum Beispiel bei mir, ich habe das Leben lang immer müssen kämpfen, dass ich meine Weiblichkeit überhaupt akzeptiere. Oder? Und das ist immer wieder ein Thema. Und das hat sich bei mir auch manifestiert, dass ich zum Beispiel häufig auf der linken Seite irgendwelche körperlichen Symptome habe. Echt? Ich habe zum Beispiel ein Problem mit meinem Auge links. Also, weißt, und ich habe, ihr lernt das vielleicht auch oder kennt vielleicht Menschen, die einen haben alles links, ich habe alles rechts. Und rechts ist einfach das Mannenthema. Ja, ja, das ist klar. Das Vaterthema, das Mannenthema. Und die rechte Seite ist einfach auch die Arbeitsseite, das Mannenthema. Die linke Seite ist die Familie, die Weiblichkeit, das Mutterthema. Also auch wenn ihr irgendwelche Krankheiten habt, glaubt mir, wir haben so ein sensationelles unser Körper ist so sehr, die Kommunikation mit unserem Körper, die tut uns eigentlich so viele Sachen aufzeigen. Wir werden einfach nicht hören. Wir verstehen es nicht. Genau. Und allein nur schon das links und rechts, oder, das hilft einem schon wieder einen Schritt weiter. Oder? Und das finde ich sagenhaft. Oder? Und jetzt wollen wir euch noch etwas zeigen, weil wir wollen ja manchmal, dass die Sendung nicht ganz so lange geht. Also Heidi wird sicher wieder mal kommen. Mhm. Aber jetzt ist etwas ganz Spannendes, was wir euch mit auf den Weg geben. Also wenn dann die kleinen Menschen da sind, eben einfach nochmal zum Repetieren, sind euch bewusst, das, was wir jetzt alles gesagt haben, es hat eine Zeitfolge und eine Hierarchie, die von der Natur her so gegeben ist. Und jetzt, wenn dann das Menschli dann vielleicht irgendwann sogar sitzen kann, im Trip-Trap, das müssen wir euch heute noch mitgeben. Ja, das genau. Andere schauen wir dann, schauen, wenn wir das dann machen. Fortsetzung machen, ja. Heidi hat das schon lange, eigentlich durch ihre langjährige Erfahrung. Gell? Tischordnung ist nicht zu unterschätzen, auch wegen dieser Hierarchie. Ja, genau. Und das ist aber auch immer etwas, wo die Leute mir sagen, ja, wie kann ich denn mit dem umgehen? Weißt du, wenn das Erstgeborene entthront ist und wenn das irgendwie nicht funktioniert? Und dann sage ich, doch, ihr könnt im Alltag Sachen machen, wo ihr gezielt könnt vorgehen, dass ihr dem gerecht werdet, oder? Also jetzt gehen wir mal da. Schau, ich hoffe, ihr seht das. Jetzt haben wir da die erste Variante, die wichtig ist. Genau. Dass also, das Kind nie links oben am Tisch ist. Es hat nichts mit links zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, wenn ein Kind, gerade das Erstgeborene, auf die Welt kommt und sagen wir mal, Mutter und der Vater sitzen so, wie wir es jetzt hier drauf haben, dann nachher tut man meistens aus Bequemlichkeit tut man das Kind oben in die Mitte. Und ich sage immer, oben in der Mitte, wer sitzt oben am Tisch? Königin oder der König? Ja, oder Chef. Der Chef. Das kennen wir von früher nachher schon. Es hat immer geheißen, der Chef sitzt oben. Und da sind wir wieder bei den Kindern, bei dieser Hierarchie. Ein Kind ist nicht der Chef. Und ihr könnt das wirklich einmal testen. Manchmal ist es so, oder häufig ist es so, dass ein Kind, das oben am Tisch sitzt, einfach saublöd tut, irgendwie, es rührt alles um, das Glas weg,
isst nicht schön und so weiter, täubelt und Unruhe. Ja, Unruhe am Tisch. Und also das heisst, wenn ihr da seht, wenn jetzt das, die Familie, jetzt, wir machen mehrere Beispiele, don't worry, also Mutter und Vater vis-à-vis voneinander und eben ja, kein Kind so genannt, oben am Tisch, kann man das so sagen? Genau. Wenn jetzt Erstgeborene, wo sitzt Erstgeborene? Also das Erstgeborene sitzt immer an der linken Seite der Mutter. Okay, linke Seite der Mutter. Genau. Das zweite Kind? Es geht nachher dann weiter eigentlich, weil da haben wir jetzt einfach einen viereckigen Tisch genommen. Mhm. Es geht eigentlich, darum ist jetzt das Zweitgeborene ist jetzt da vis-à-vis vom Ersten, aber eigentlich geht es darum, dass das Erstgeborene sitzt immer direkt unmittelbar links von der Mutter und dann kommt einfach das Zweite, das Dritte, nach dem das ersten Vierte. Kind kommt ja. Dann eigentlich das Zweite immer links von der Mutter. Ja. Und dann das Zweite eigentlich auch wieder links vom Ersten. Also es geht immer so in dieser Richtung im Uhrzeigersinn. Gut. Genau. Und dann haben wir da noch ein anderes Beispiel. Wenn jetzt bei drei Kindern... Genau, eben darum sieht man es nachher. Wir haben auf der linken Seite das Erstgeborene, dann vom Erstgeborenen wieder auch links weiter das Zweigeborene und dann wieder links weiter vom Zweigeborene das Drittgeborene. Und an diesem Tisch ist es so, dass das Drittgeborene halt dann neben dem Vater sitzt. Mhm. Gut. Und dann haben wir bei vier Kindern. Genau, da geht es einfach dann weiter. Mhm. Also das Erstgeborene, dann links davon das Zweigeborene, dann links davon das Drittgeborene und links davon das Viertgeborene. Und da kommt halt dann häufig auch die Äußerung von den Leuten, die sie zum Beispiel sagen, ja, aber dann ist ja das Kleinste ist ja dann neben dem Vater. So quasi. So quasi, ja. Ich kann es nicht handeln. Ja, irgendwie so, aber das ist egal. Ja. Ihr könnt das einmal ausprobieren, wenn ihr das mit euren Kindern so anschauen wollt. Ihr bringt viel mehr Ruhe am Tisch her. Und ihr könnt es wirklich mal ausprobieren. Es ist frappant, was das auslöst. Also ich habe jetzt gerade wieder eine Freundesfamilie und sie sagen wirklich, es ist effektiv so. Weil jetzt haben wir natürlich noch, sorry, geschwind. Ja. Die Variante, wenn jetzt jemand alleinerziehend ist. Genau. Also es ist immer das erziehungsberechtigte Elternteil natürlich gemeint, obwohl eben dort haben wir noch Themen mit der biologischen Geschichte. Also wir gehen da davon aus, biologische Mutter, biologischer Vater, alleinerziehend. Genau, dann würde ich sagen, die Mutter oder der Vater sitzt oben am Tisch und dann wieder links von der Mutter das Erstgeborene. Dann oder vom Vater. Ja, oder vom Vater, ja, sorry, Entschuldigung. Das ist schon gut. Und dann geht es einfach wieder, geht's wieder so weiter im Kreis. Ja, super, okay. Und ich möchte einfach nur schnell sagen, dass also wenn man das Erste, eben das Oberste als Chefposition hat, so ein Kind ist generell überfordert und darum äußert sich es auch mit viel Unruhe am Tisch. Okay. Ja, Heidi. Ja, Bea. So spannend, ich sage es euch, ich probiere es wirklich aus. Mhm. Jetzt von der Zeit her sind wir langsam, weißt du, ich will damit nicht zu lang. Lieber nochmal, aber so, eigentlich sind wir immer noch in der Zeitfolge. Mhm. Wir sind gar noch nicht, also den, es gibt drei Ebenen. Mhm. Also ich würde sagen, dann kommst du einfach wieder einmal zu uns. In dem Fall, wenn du mich einlässt. Genau. Übrigens, apropos, wenn euch das nichts sagt, das systemische Familienstellen. Es gibt eine Netflix-Serie, die heisst Love, Sex and Goop, G-O-O-P, mit der Gwyneth Paltrow. Ganz eine spannende Serie und etwa in der fünften Staffel seht ihr, wie sie eine systemische Aufstellung machen und ich bin überzeugt nach genau dieser Methode, die du schon lange Jahre machst. Ja. Also, wenn euch das spooky tönt, dort wird das ganz gut erklärt. Systemische Stellen kann man entweder mit Personen machen oder auch mit Gegenständen. Und was du natürlich auch sehr speziell machst, gell? Du tust auch immer noch anhand von der Geburtsdaten das Astrochart, kann man sagen, mit einflüssen lassen. Das gibt auch immer mega, mega viel Erkenntnis. Und ich habe einfach schon so viel. Und zum Teil noch das Inside Discovery machst du manchmal auch. Das ist Typologie nach C.G. Jung. Also wir beide sind die gelben Typen. Genau. Gel und rot. Ich bin der motivierende Inspirator. Genau, und bin du? Ich auch. Ja. Ich bin auch gelb-rot. Gut. Genau. Also ich sage euch einfach, mit den Sachen, die ich durch Heidi durfte, mit in mein Rucksäckchen nehmen oder eben mein Rucksäckchen leichter machen auf Erde, ich kann das wirklich extrem empfehlen.
Du arbeitest auch per Zoom. Ja, genau. Ja, du bist in der Region wo bist? In Wollerau. Wollerau, genau. Genau. Aber ja. Und wir können immer auch Zoom-Sitzungen machen, das ist kein Problem. Und wir werden schauen, wenn das Bedürfnis da ist, ob wir mal da in meinem Studio werden eine systemische Aufstellen machen. Man kann auch übrigens Firmen aufstellen. Ich bin auch schon Also man kann alles aufstellen, man kann eine Krankheit aufstellen, man kann alles aufstellen. Ja, also wirklich ist sensationell. Eine Firma, ein Thema, was auch immer, genau. Darum, ja, wenn ihr jetzt gerade erst ein Eltern werdet vom erstgeborenen Kind, hoffen wir, dass wir vor allem euch ganz, ganz viel schon mal im Voraus haben können mitgeben. Die bereits schon ein Zeitchen oder schon lange auch Familie sind, testet so Sachen aus, auch bei Teenagern, das kann man immer noch so machen am Tisch. Ja. Und denkt an die von der Natur gegebene Hierarchie. Das hat nichts mit irgendwelchem patriarchischem Zeug zu tun. Gell? Das ist wirklich systemisch von der Natur. Und Natur ist die Basis von uns allen. Ohne sie wären wir gar nicht da. Genau. Und es herrscht einfach gewisse Naturgesetze, solange wir in diesem Körper stecken. Natürlich haben wir die Möglichkeit, uns außerhalb zu beobachten, in die Achtsamkeit zu gehen oder in die Non-Dualität, wie man so sagt, und uns eigentlich wie aus der beobachtenden Haltung anzuschauen. Aber solange wir noch da stecken, sind gewisse, hat es gewisse Naturgesetze. Naturgesetze. Ja. Und meine Erfahrung hat halt einfach gezeigt, je mehr dass ich von diesen Naturgesetzen weiss und kenne und die in meinen Alltag implementiere, desto einfacher ist mein Leben. Und desto weniger schleudert es euch. Der Dauer und desto besser verstündet einander. Ja, genau. Und um das geht es. Genau. Super. Danke vielmals, liebe Heidi. Ja, danke alles dir. Alles zu der Heidi gibt es eben auf heidisteiner.ch und sie wird definitiv wiederkommen. Wir sind dann wie erst am Anfang. Genau. Ja. Danke vielmals. Bitte. Macht's gut und wir können das wie immer im YouTube abspeichern und ihr könnt das Video gerne verteilen. Die nächste Sendung einmal im Monat ist am 7. Februar. Dann geht es jetzt eben ums Thema Sex nach der Geburt mit der Hebammen, mit einem Team von Hebammen am See. Das haben wir ja im Dezember müssen verschieben. Und ich freue mich sehr. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.